Traumdeutung gilt. Sie haben materielle Wünsche, die erfüllt werden müssen. Sie verdienen nicht genug, und sie schaffen es nicht, genug zu sparen. Vom Geld sparen träumen. Wenn Sie im Traum Geld sparen, bedeutet das, dass Sie in allen Bereichen Ihres Lebens Erfolg erwarten. Geduldig zu sein und immer auf den richtigen Moment zu warten, um wichtige Entscheidungen zu verwirklichen, könnte sich für Sie endlich auszahlen. Du denkst ein paar Schritte im Voraus und überlässt nichts dem Zufall, weshalb dich nicht viele Dinge überraschen können. Wenn Sie in Ihrem Traum sehen, wie jemand anderes Geld spart, bedeutet das, dass Sie den Eindruck haben, dass Sie etwas übersehen haben. Vielleicht vergleichen Sie sich mit Gleichaltrigen und stellen fest, dass diese viel mehr im Leben erreicht haben als Sie. Sie werden sich wie ein Verlierer fühlen und glauben, dass es für manche Dinge zu spät ist. Geld in einem Traum erhalten. Es kommen hohe Ausgaben auf Sie zu. Jemandem im Traum Geld schenken. Dieser Traum kann zwei Dinge bedeuten. 1. Er kann einen finanziellen Gewinn symbolisieren. 2. Er kann so gedeutet werden, dass Sie mehr an andere denken und sich mehr Sorgen machen als um sich selbst. Sie sollten egoistischer sein. Träumen Sie von Geldverlusten. Wenn du im Traum Geld verloren hast, bedeutet das, dass du dir um nichts Sorgen gemacht hast. Es kann auch ein Zeichen für Probleme im Beruf oder in der Familie sein. Davon träumen, das ganze Geld auszugeben, das man gespart hat. Wenn Sie davon träumen, Ihr ganzes gespartes Geld auszugeben, bedeutet das, dass Sie unreif sind. Sie leben jeden Tag, als ob es der letzte wäre. Du verwöhnst gerne deine Freunde und genießt das Geld, solange du es hast. Es ist ihnen egal, dass sie bis zum nächsten Gehaltscheck über die Runden kommen müssen, und sie werden nichts tun, um dieses Verhalten zu ändern. Von jemandem träumen, der das gesparte Geld stiehlt. Wenn Ihnen jemand im Traum Ihr ganzes Erspartes stiehlt, bedeutet dies, dass jemand mit Ihren Entscheidungen nicht einverstanden ist. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Familienmitglied, das sich für den Klügsten hält. Sie werden auf subtile Weise versuchen, ihm Ratschläge zu erteilen, aber er wird Sie absichtlich ärgern. Träumen Sie davon, Ihr gespartes Geld zu verschenken. Wenn Sie davon träumen, Ihr Erspartes an jemanden zu verschenken, symbolisiert das Menschlichkeit. Sie helfen gerne jedem, und nichts ist ihnen zu schwer. Du erwartest keine Gegenleistung und bist am glücklichsten, wenn du jemandem ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Davon träumen, das Ersparte eines anderen auszugeben. Wenn Sie davon träumen, das Geld auszugeben, das jemand anderes gespart hat, ist das ein Zeichen für Egoismus. Sie stellen sich selbst immer an die erste Stelle, weil sie glauben, dass sie nur dann Freude verbreiten können, wenn sie selbst glücklich sind. Man kann nicht sagen, dass man deshalb viele ehrliche Freunde hat. Von jemandem träumen, der ihre Ersparnisse ausgibt. Wenn Sie davon träumen, dass ein Familienmitglied oder ein Partner ihr ganzes Erspartes ausgibt, bedeutet das große Kommunikationsprobleme. Es kann sein, dass Sie sich in der nächsten Zeit oft mit einem geliebten Menschen streiten. Solange Sie beide kein Mitgefühl und keine Kompromissbereitschaft zeigen, werden die Spannungen zunehmen, und Sie werden keine Lösung finden. Wenn Sie davon träumen, dass ein Fremder Ihre gesamten Ersparnisse ausgibt, bedeutet das, dass Sie misstrauisch sind. Das kann im Geschäftsleben nützlich sein, aber es kann sich negativ auf Ihre Beziehungen auswirken. Davon träumen, Geld zu sparen, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Menschen, die noch zur Miete wohnen, haben oft solche Träume. Wenn Sie bei einem Familienmitglied oder Verwandten wohnen, steht der Traum für Ihren Wunsch, endlich ein eigenes Nest zu bauen. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Traum als übermäßiger Ehrgeiz gedeutet, anderen zu beweisen, dass man erfolgreich, einflussreich oder mächtig ist. Träumen Sie davon, Geld zu sparen, um eine Immobilie zu kaufen. Wenn Sie im Traum Geld sparen, um eine Immobilie zu kaufen, bedeutet das, dass Sie Frieden brauchen. Du hast in letzter Zeit viel gearbeitet und warst mit zahlreichen Herausforderungen oder Problemen konfrontiert, weshalb du keine Zeit für dich selbst, deine Bedürfnisse und deine Wünsche hattest. Glücklicherweise wird diese schwierige Zeit bald zu Ende sein, und Sie werden sich entspannen können. Träumen Sie davon, Geld für den Kauf eines Autos zu sparen. Wenn du im Traum Geld sparst, um ein Auto zu kaufen, bedeutet das, dass du dich beweisen willst. Sie wissen, dass Sie über umfangreiche Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten verfügen, aber Sie hatten bisher keine Gelegenheit,
dies zu beweisen. Sie brauchen nicht auf eine Gelegenheit zu warten, sondern können sie selbst schaffen. Davon träumen, Geld zu sparen, um ein Unternehmen zu gründen. Wenn Sie im Traum Geld sparen, um ein Unternehmen zu gründen, bedeutet das, dass Sie sich bald trauen werden, eine Ihrer Ideen oder Projekte zu verwirklichen. Sie werden erkennen, dass es keinen Sinn mehr hat, zu warten, einen Plan zu machen und alle möglichen Hindernisse und Herausforderungen in diesem Prozess vorauszuberechnen. Wenn Sie beharrlich und geduldig bleiben, werden Sie erreichen, was Sie wollen. Im Traum Geld aus einem Geldautomaten ziehen. Im Traum Geld aus einem Geldautomaten zu ziehen, symbolisiert immense Ausgaben. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie sich für den Kauf einer Immobilie oder eines Autos entscheiden und dafür viel Geld ausgeben. Vielleicht müssen Sie für diese Investition sogar einen Kredit aufnehmen. Sie werden nicht ruhig schlafen können, solange Sie den Kredit nicht abbezahlt haben. Von einer Spende für wohltätige Zwecke träumen. Dieser Traum ist ein gutes Zeichen, denn er deutet darauf hin, dass die nächste Zeit in Ihrem Leben viel friedlicher verlaufen wird. Sie werden wahrscheinlich viel Zeit und Geld haben, um eine Reise zu unternehmen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie sich endlich ein paar Tage frei nehmen können, um sich zu Hause zu erholen. Auf jeden Fall werden Sie es schaffen, sich zu entspannen und Kraft für die kommenden Herausforderungen zu tanken. Träumen Sie davon, Geld in Ihren Taschen zu finden. Wenn Sie davon träumen, Geld in den Taschen Ihrer alten Kleidung zu finden, kann dies mehrere Bedeutungen haben. Bestimmte Traumbücher deuten diesen Traum als ein Zeichen für eine finanzielle Krise und Unsicherheit. Es besteht die Möglichkeit, dass übermäßige Ausgaben Sie viel kosten werden. Andere Traumbücher deuten diesen Traum jedoch als Warnung, dass die Dinge nicht so schlecht sind, wie sie Ihnen erscheinen. Wahrscheinlich neigen Sie zu Pessimismus und können die guten Gelegenheiten, die sich Ihnen bieten, nicht erkennen. Vom Zerreißen von Papiergeld träumen. Das Zerreißen von Papiergeld im Traum ist leider kein gutes Zeichen. Solche Träume symbolisieren eine große finanzielle Krise. Wenn du dich nicht um deine Ausgaben kümmerst, wirst du Konkurs anmelden müssen. Denken Sie gut darüber nach, was Sie ausgeben, und versuchen Sie, die Ausgaben zu minimieren. Nur so können Sie das schlimmste Szenario vermeiden. Vom Verbrennen von Papiergeld träumen. Das Verbrennen von Papiergeld im Traum symbolisiert eine Fehlinvestition. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie eine Menge Geld in etwas investieren, das nicht den gewünschten und erwarteten Gewinn bringt. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie etwas kaufen, das Ihre Erwartungen nicht erfüllt. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, wie Sie sich in Zukunft nicht verhalten sollten. Davon träumen, Geld wegzuwerfen. Wenn Sie im Traum Geld wegwerfen, bedeutet das, dass Sie im wirklichen Leben jemandem bei der Lösung eines Problems helfen werden. Die betreffende Person wird Ihnen für den Rest Ihres Lebens dankbar sein. Wenn Sie sehen, wie jemand anderes Geld wegwirft, bedeutet das, dass eine Person Sie bitten wird, ihr einen bestimmten Geldbetrag zu leihen, um ein Problem zu lösen. Die Bedeutungen der Träume können viel trivialer sein. Wenn Sie oder jemand anderes vor kurzem Geld gespart hat, hat das einen Eindruck bei Ihnen hinterlassen.